Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Heute Science Fiction. Der Kreativ. Hallo. Hallo. Merhaba. Das Auge der Supernova von Dana Ranga. Regie Angeli Backhausen. Es Uhr. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Hier sind die ersten Nachrichten des Tages mit Johann Ziesler. Baikonur. Auf dem kasachischen Weltraumflughafen ist vor wenigen Stunden eine unbemannte Rakete beim Start explodiert. 10 Menschen wurden leicht verletzt. Das stellt einen Rückschlag für das internationale Raumfahrtprogramm dar. Der Gesamtschaden wird auf eine dreistellige Summe in Millionenhöhe geschätzt. Durch die Zerstörung der Startrampe wird der geplante Abflug eines Astronautenteams verzögert. Eine andere Mannschaft ablösen, die sich schon seit 14 Monaten auf der Raumstation befindet. Dieses wäre somit die zweite Verschiebung der überfälligen Rückkehr der Mannschaft. New York. Heute beginnt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Alexander, bitte komm. Alexander, hörst du mich? Hier spricht Alexander. Ja, Oskar, ich höre. Ich habe eine schlechte... Eine Trägerrakete ist beim Start explodiert. Die Startrampe ist beschädigt, ihr wisst, was das heißt. Wurde jemand verletzt? Ja. Es gibt einige Verletzte. Wir wissen noch nicht, wann euch die nächste Mannschaft ablösen wird. Was? Was willst du damit sagen? Was ich damit sagen will? Die Startrampe muss repariert werden. Wann kommt das Team? Oskar! Woher sollen wir das wissen? Es ist vor einigen Stunden erst passiert. Der Krisenstab hat sich gerade erst eingefunden. Wir hatten mehr damit zu tun, die Journalisten und die Fernsehteams fernzuhalten. Sie hätten sonst das ganze Kontrollzentrum. Man konnte sich kaum verständigen. Ja, sie nennen es einen Rückschlag. Rückschlag. Wenn ich dieses Wort schon höre. Wer hat je erwähnt, dass wir trotz des hohen Risikos nur so wenig Unfälle hatten? Darüber spricht keiner. Ich verstehe. Verstehe. Gib mir wenigstens eine Einschätzung, Oskar. Wie ist die Lage wirklich? Ich sagte bereits, dass ich es nicht weiß. Wir werden euch zum richtigen Zeitpunkt darüber informieren. Die Antwort ist zu vage. Ich brauche Koordinaten. Die kannst du aber jetzt nicht bekommen. Du wirst sie zur richtigen Zeit schon erfahren. Und was ist mit dem Nachschub für die Experimente? Oskar, es ist nicht die erste, sondern schon die zweite Verschiebung. Ja, machst du mich dafür verantwortlich? Ihr werdet so lange fliegen, bis die Mission abgeschlossen ist. Ich leite diese Mission und ich koordiniere den Informationsfluss zwischen dem Kontrollzentrum und der Raumstation. Oben hast du das Kommando. Aber was für die Mission getan werden muss, bestimme ich. Ich weiß, dass so eine Pannenkette zum ersten Mal passiert, aber gerade aus diesem Grund brauche ich Informationen. Du hast Befehle auszuführen. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Befehl missachtet. Dann wirst du warten, bis du den nächsten bekommst. Ihr habt genug zu tun da oben. Haltet die Station in Schuss. Ende. Alexander. Ich weiß nicht, wie lange wir sprechen können.
Es gibt ein paar Probleme, wie du bestimmt schon gehört hast. Und außerdem zieht ein großer Sturm übers Land. Wie sieht er aus von da oben? Wie ein Wirbel aus Zuckerwatte. Die Verbindung könnte abbrechen. Gerade hat mir ein Ingenieur eine Notiz gebracht. Wie waren die letzten 24 Stunden im All? Irina, bitte lass du mich wenigstens in Ruhe mit diesen Routinefragen. Jedes Mal vor unserem Gespräch überraschst du mich mit Musik, die mir gefällt. Sag mir zuerst, wieso du ausgerechnet auf meine Favoriten kommst. Erst dann wünsche ich dir einen guten Morgen. Vergiss nicht, dass es eine Akte gibt mit allem, was man über dich weiß. Ach. Schon Vorlieben hat man auch notiert. Hast du dir beim letzten Transport wieder bittere Schokolade hochschmuggeln lassen? Ich dachte, ich sei hier außer Reichweite. Wenigstens manchmal. Nicht einmal. Auch dann nicht, wenn du die Videokamera zur Wand drehst. Ich bin das unsichtbare Auge. Das Auge einer Supernova. Was ist, wenn du schwitzt und dir Wimperntusche die Sicht trübt? Ich bin perfekt und so etwas passiert mir nicht. Und ich weiß alles. Das weiß ich. Nur trotzdem, das Lied hat mich aufgemuntert. Das freut mich. Guten Morgen. Wie war die 426. Nacht, die du oben verbracht hast? Oh, zum Glück war sie ruhig. Ich werde auf dich anstoßen, wenn ich noch jemanden finde, der sich an dich erinnert. Oh, vielleicht mein guter Freund Oskar, der beste Flugleiter aller Zeiten. Der freut sich bestimmt jeden Tag, den er ohne mich auf der Erde verbringt. Ich kann sagen, dass er dich gern hat. Gab es etwas Besonderes? Nein, der Bordcomputer funktioniert wieder. Die Experimente laufen. Es sind übrigens nur noch zwei und die könnte man endlos weiterführen. Die anderen sind abgeschlossen. Mir wurde gestern Abend fast langweilig. Diesen Gedanken bereue ich jetzt natürlich nach dem, was heute Morgen passiert ist. Aber ich habe zum ersten Mal seit Wochen richtig ausgeschlafen. Oh, hey, weg da, Pavel! Weg. Hallo, Pavel! Du hast sie bestimmt noch nicht gefüttert. Übermittle meinen Dank dafür, dass mich niemand wegen dieser Art Kleinigkeiten geweckt hat. Hattest du die Finger im Spiel? Jemand, dem deine Gesundheit wichtig ist. Das ist meine Aufgabe. Ich bin deine Ärztin. Ich stehe also in deiner Schuld. Nicht der Rede wert. Ich darf dich schließlich dreimal in der Woche eine Stunde lang analysieren. Was hältst du von einem Gerät, das dich von der Mühe befreit zu blinzeln? Es würde regelmäßig Tränenflüssigkeit auf den Augapfel träufeln und du könntest mir ungestört jede Millisekunde zuschauen. Alexander. Ja, du hast mit dem Auge angefangen. Das war kein guter Witz. Ich dachte, du hättest ausgeschlafen. Ich habe schlecht geträumt. Willst du mir den Traum erzählen? Damit du wieder dein Archiv für Träume erweitern kannst. Jede Scheibe meines Unterbewusstseins hast du auf einer Karteikarte notiert. Nicht nur deins. Das Archiv gibt es in Moskau seit den 60ern und ist eines der interessantesten Dinge, die wir im Institut für Raumfahrtmedizin besitzen. Ich dachte, die NASA führt auch so ein Archiv. Nein, sie haben doch erst vor kurzem angefangen. Bisher haben sie die Raumfahrtpsychologie nicht ernst genommen. Wichtig war nur, dass keiner fliegt, der an psychischen Störungen leidet. Aber die Wirkung der Schwerelosigkeit auf die Psyche, darüber weiß man viel zu wenig. Und außerhalb der Raumfahrt interessiert sich wahrscheinlich niemand dafür. Die Träume der Kosmonauten. Aber für uns, für mich sind sie sehr wichtig. Ja, damit du deine Studien an uns fortführen kannst. Alexander, das ist nicht fair. Sie werden irgendwann auch dir zugutekommen. Verzeihung, Verzeihung. Ja, angenommen. Ich bin beruhigt, dass bei euch alles wieder funktioniert. Du hast Großes geleistet. Ach, nicht der Rede wert. Es wäre nett, wenn die anderen da unten zu einem freundlicheren Ton finden würden. Es wird unerträglich. Seit einem halben Jahr, seit Oskar die Mission leitet, werden wir herablassend behandelt. Oskar weiß, was er dir und Andrei zu verdanken hat. Er denkt aber auch, dass euch zu viel Lob auf den Gedanken bringen könnte, ihr würdet aufgrund eurer eigenen Kraft fliegen. Zitiere, ohne uns würdet ihr hilflos um die Erde treiben. Bis die Strahlung kompakt Puder aus uns macht. Aber sein Ton gefällt mir nicht. Der spricht mit mir wie mit einem Kind. Sie haben euch zu Helden gemacht, für die anderen. Sie selbst aber können nicht mit dem Gedanken leben, dass sie hinter den Kulissen arbeiten. Die Welt interessiert sich nicht für sie. Ich bin kein Held. Ich will nur meine Arbeit machen. Du bist für Oskar das beste Aushängeschild. Der bescheidene Kosmonaut, der geniale Physiker und erfahrene Pilot, der mit seiner Arbeit der bemannten Raumfahrt Sinn gibt. Besonders in den Augen der Zweifler. Er hat Angst vor dir. Angst?
Der kann mir bis heute nicht verzeihen, dass ich geflogen bin und er nicht. Wir haben uns zusammen auf die Aufnahme ins Kosmonautenteam vorbereitet und zusammen die Prüfung abgelegt. Er ist ein guter Ingenieur. Und ein schlechter Verlierer. Andererseits der Kommission die Schuld gebe, könnte er seine Arbeit nicht machen. Und in sich sieht er am allerwenigsten die Ursache seines Scheiterns. Er wollte fliegen. Und was er jetzt tut, ist ihm nicht genug. Darum will er noch mehr Macht. Er ist doch schon am oberen Ende der Leiter. Jetzt. In mir sieht er jemanden, den er zerstören kann. Und er hat im System als ich. Seine Empfehlung für die Zusammenstellung der Mannschaften hat ein großes Gewicht. Aber er entscheidet nicht allein. Die ganze Zeit, seitdem ich die Erde verlassen habe, um mich in den anderen herabzusetzen. Er erzählt nur Dinge, die seinem Bild von mir dienen. Er erzählt nicht die ganze Wahrheit. Mein Wort zählt auch etwas. Und außerdem... Alexander? Alexander? Ja, ich höre... Ein Mensch, der im All war, kann noch Größeres vollbringen, wenn er zurückkehrt. Oder auch nichts. Oder bist du wieder dabei, alles abzuwerten? Euer Wissen ist gewaltig. Irina. Da kannst du das abstreiten. Ich weiß nur, dass es da unten eine sehr charmante Frau gibt, die Irina heißt. Kennst du sie zufällig? Bist du sicher, dass ich immer noch ich bin? Wir haben uns seit mehr als einem Jahr nicht gesehen. Pavel, sch! Alexander, sag mal, wie geht es Andrei? Er schläft. Immer noch? Ja. Hat er das Schlafmittel genommen? Wir tun alles, was ihr von uns verlangt. Das erwarten wir auch nicht anders. Sein Zustand hat sich seit dem letzten Bericht nicht verändert. Unserem Papageien geht es prächtig. Das Experiment läuft gut. Stimmt's, Pavel? Was sagt man, wenn jemand anruft? Alarm! Nein, jetzt ist kein Alarm, jetzt ist alles gut. Also, was sagt man, wenn jemand anruft? Bravo, Pavel. Ah, der lernt viel. Er schwebt mühelos durch die Station und scheint es zu genießen. Hier verwandelt sich ein Vogel in einen Fisch, der ohne Wasser leben kann und dazu auch spricht. Man lernt mehr, schneller und besser als auf der Erde. Manchmal frage ich mich... Irina? Ja? Ich frage mich, was aus mir wird. Eine Raumschiffscheuche im Sternfeld? Mit immerhin blühender Fantasie. Ach, hier oben blüht nichts. Außer den Kristallen im Labor. Vergiss das nicht, ich bin im All. Auf einer Raumstation mit engen Räumen. Ich stoße mir immer noch ab und zu den Ellenbogen oder bleibe beim Schweben mit dem Fuß in einem Netz von Kabeln hängen. Es wird immer enger hier oben. Es riecht nach Kunststoff und es ist zu warm. Alexander, es wäre eine große Hilfe, wenn du die Eintragung über Andrejs Zustand täglich weiterführst. Ach, Irina, das tue ich doch. Ich weiß, das ist noch mehr zusätzliche Arbeit. Verzeihung. Wann hast du das letzte Mal mit Andrej gesprochen? Oh, vor 3 Tagen. Er kam zu mir und war ganz außer sich. Er sagte, er hätte eine Halluzination gehabt. Er hat sich selbst gesehen. So etwas wie sein Spiegelbild. Erst als er den Mut fassen konnte, die Hand auszustrecken, um die Gestalt zu berühren, sei sie endlich verschwunden. So etwas kann passieren. Auch auf der Erde. Es ist sehr selten. Die genaue Ursache kennt man nicht. Nur eins steht fest, dass es mit der Erschöpfung zu tun hat. Seitdem er diese Erscheinung gesehen hat, spricht er nicht. Er hält sich fast die ganze Zeit in seinem Raum auf. Eigentlich ist das eine Rumpelkammer geworden. Er sagt, er möchte aufräumen, aber auf den ersten Blick kann man kaum sehen, wo er überhaupt ist. Oft gleitet er nur stumm an mir vorbei. Antwortet nicht auf meine Fragen. Und erwidert nicht mal meinen Gruß. Ich kann ihm nur zeigen, dass ich ihm nichts nachtrage. Ich weiß nicht, was ich tun soll, außer im sein. Es wird dich erschöpfen. Er hat jetzt nur mich.
Halt ab, Pavel. Wenn er weiter in diesem Zustand bleibt, musst du ihn überzeugen, die Antidepressiva zu nehmen. Er wird es ablehnen. Und ich würde es auch. Ihn überzeugen? Mit mir will er seit einer Woche nicht mehr sprechen. Er hat sich verändert. Dieser erfindungsreiche, lebhafte Mann hat sich sehr verändert, Irina. Er kapselt sich ein, läuft weg. Habe ich dir erzählt, was er noch vor einem Monat gemacht hat? Nein? Nein. Er hat aus ein paar dünnen Aluminiumrohren ein Gerüst um die Gitarre gebaut und es am Esstisch befestigt. Dann hat er sich dahinter gesetzt und den Gitarrenrücken an sich gepresst. Wie in einer Umarmung, so spielt er sie, die Saiten zupfend. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber hier kann man sonst nur Gitarre spielen, wenn man sich irgendwo festbindet. Sonst schwimmt sie bei jedem Zupfen weg, dem Impuls folgend. Ich fand es erstaunlich, wie schnell und mühelos er sich das Spielen da oben beigebracht hat. Aber seit 2 Monaten spielt er weniger. Und seit 1 Woche spielt er gar nicht mehr. Weißt du, woran ich gestern Abend gedacht habe? Als wir in Baikonur zur Stadtrampe fuhren, sprang wie aus dem Nichts ein Hase vor den Mannschaftsbus. Der Fahrer konnte nicht ausweichen. André ist zu ihm hingegangen und hat ihn gebeten, anzuhalten. Er wollte, dass jemand den Hasen von der Straße bringt. Oskar, der zur Begleitung gehört, ist außer sich geraten und drängte darauf, dass wir weiterfahren wegen dem engen Zeitplan. Nein, für André war dieser Zwischenfall ein schlechtes Zeichen. Was hast du ihm gesagt? Ja, dass es im Gegenteil ein gutes Zeichen sei. Weil das Opfer schon erbracht wurde. Ein kleines aber, es war ein Opfer. Es hat ihn natürlich nicht beruhigt. Du weißt, wie abergläubisch manche sind, besonders kurz vor dem Flug. Je mehr wir wissen und können, umso mehr brauchen wir Rituale, angedeutete Grenzen, die wir mit einer Verbeugung akzeptieren können. Um uns davon zu überzeugen, dass wir nicht gerade dabei sind, den obersten, allerhöchsten Platz einzunehmen. Wir wollen ihn sehen, ja, an ihm vorbeifliegen, aber nie einnehmen, nie. Es ist der Platz des Geopferten. Ja, bleib hier. Sei ruhig. Hey, hört auf dich. In den letzten Tagen war er die einzige Ablenkung. Vielleicht kann ich es einrichten, dass wir 4-mal anstatt nur 3-mal in der Woche sprechen. Ja. Man kann sich nach so langer Zeit nicht über viele Dinge freuen hier oben. Und die Ich meine dabei nicht die aus Messing, die bald auf den Schultern deiner Generalsuniform funkeln werden. Ach, dieser Gedanke ist mir ebenso fern wie der nächste Tarantelnebel. Und du vergisst Oskar, der mir das sicher nicht gönnt. Ich habe manchmal das Gefühl, der sieht wirklich alles. Er hat einfach nur Instinkt. Ach, einfach? Einfach? Was heißt denn einfach? Der beleidigt mich jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche. Ich meinte nur, dass er sich nicht viel Gedanken macht. Tut mir leid. Ach, nein, Irina, es tut mir leid. Ich bin sehr reizbar geworden, was? Manchmal habe ich das Gefühl... Irina? Was sagst du? Wie fühlst du dich? Glaubst du, dass ich noch etwas fühle? Wenn ja, dann hast du es bestimmt schon analysiert. Alexander, ich kann... Verzeihen? Ja. Denk nicht weiter dran. Weißt du, wie genau ich mir inzwischen ein grünes Blatt vorstellen kann? Du hast recht. Das ist eine gute Übung. Ich stopfe mir die Ohren und schließe die Augen und denke an ein grünes Blatt. Ein Birkenblatt. Klein, rau und mit gezackten Rändern. Es duftet. Es duftet. Der kurze Stiel, der an einem dünnen Ast hängt, bewegt sich im Wind. Der kurze Stiel, der an einem dünnen Ast hängt, bewegt sich im Wind. Alles raschelt, aber ich sehe nur dieses eine Blatt. Alles raschelt. Irina! Aber ich sehe nur dieses eine Blatt. Irina?
Irina, bist du noch da? Hört jemand mit? Nein, der Krisenstab sitzt im Konferenzraum. Ich mache mir Sorgen. Ich bin der Sorgenzerstäuber, Leidauflöser und Kummerberater. Nur zu. Ich hatte vor 2 Tagen einen Streit mit Oskar. Er hat gesagt, bei der Instandhaltung der Station helfen muss. Sie hätten ihn nicht hergeschickt, damit er mit Papageien spielt. Es ist Oskars erste Mission, er hat noch keine Erfahrung. Ja, dann ist er nicht der Richtige für diese Mission. Sie hatten keinen anderen. Ach. Oskar ist durch eine Folge von Zufällen Leiter der Mission geworden. Er hat den Augenblick geschickt genutzt, du kennst ihn doch. Sein Team im Kontrollzentrum hat er inzwischen ganz ausgewechselt. Aber er weiß doch ganz genau, was hier geschieht. Wir fliegen mit blank gelegten Nerven und alles, was er zu sagen hat, ist an die Arbeit, ihr Faulpelze. Nimm seinen Ton nicht so ernst. Er fragte, warum ich überhaupt geflogen bin. Es hätte mich ja keiner dazu gezwungen. So hat noch nie jemand mit mir gesprochen. In die Ecke mit dir, Pavel, weg, los, los! Was hast du denn geantwortet? Ich habe die Verbindung unterbrochen. Wenn du zurückkommst, musst du protestieren. Gegen solche Aussagen und eine unangemessene Umgangsform kannst du protestieren. Das nützt doch überhaupt nichts. Oder nur, wenn es jemandem gerade gut in den Kram passt, Oskar ein paar Steine in den Weg zu legen. Er hat einen Fehler gemacht. Das Gespräch wurde doch aufgezeichnet. Ach, das war auf der privaten Leitung. Werden diese Gespräche seit neuestem auch aufgezeichnet? Du knüpfst dir schon seit langem ein Netz aus Fragen. Könnte es die Antwort tragen, ohne zu zerreißen? Eine Antwort? Bist du sicher? Irina, ich muss dir noch etwas über André erzählen. Etwas, das mir Sorgen macht. Ich höre dich gut. Schön. André sagt, ich würde ihm Mette ins Essen mischen. Aber ich habe ihm ohne sein Wissen wirklich nichts gegeben. Er sagt, es sei nicht die normale Depression und nicht das Heimweh, kein Weltraumblues und schon gar nicht irgendein Komplex. Sondern? Er ist überzeugt, dass wir ihm etwas verheimlichen. Er glaubt, überall Hinweise zu finden über etwas, das hinter seinem Rücken gegen ihn getan wird. Und es ist schlimmer geworden. Seine Experimente interessieren ihn nicht mehr. Alles das, worin er mal einen Sinn sah. Es hat ihn letzte Woche sehr viel Überwindung gekostet, mir bei meinem Experiment zu helfen. Aber ich brauche ihn. Ich kann die Messungen in diesem Fall nicht alle selbst vornehmen. Und auch andere Dinge lehnt er ab. Die regelmäßigen Blutuntersuchungen, die Vitamintabletten, die Schlafmittel. Alles ist ihm jetzt verhasst. Wir hängen am Tropf dieser Raumstation. Mich nährt sie mit Träumen über das Fliegen. Und ihn? Mit einer undefinierbaren Sehnsucht. Verstehe. Ist das wieder dein professionelles Oh mein Gott? Besser wäre es, du sagtest mir jetzt die Wahrheit. Glaubst du auch, dass ich die... Alle, die wissen, dass wir hier oben sind, haben Geheimnisse uns gegenüber. Auch du. Alexander. Nein. Es stimmt doch. Wenn wir Philipp Barton etwas über den Tod seines Vaters gesagt hätten während der schwierigen Mission, dann hätte er sich Vorwürfe gemacht. Und ein Flug wurde noch nie aus persönlichen Gründen abgebrochen. Nur eure Gesundheit fällt ins Gewicht. Ja, auf dem Papier. Aber das haben wir schon immer in Kauf genommen. Es ist eine Reise an die Grenzen des Seins. Auf die wir mit Haut und Haaren eingelassen haben. Aber es ist unser Recht, Dinge zu erfahren, die uns betreffen. Und zwar an dem Zeitpunkt, an dem sie geschehen. Wie könntest du mich guten Gewissens im Unwissen lassen? Das ist... Ach, lassen wir es. Sag es doch. Mein ganzes Leben wird von einer Kommission verwaltet. Solange du fliegst, gehörst du nicht dir. Du gehörst sogar mir mehr als dir selbst. Ja. Ich will nur die Wahrheit über die Ereignisse in meinem Leben erfahren. Du erfährst sie etwas später. Sie verändert sich durch die verspätete Mitteilung. Etwas geht verloren. Bei schlechten Nachrichten... Der Schmerz liegt nicht in der Zeit, sondern in der Nachricht selbst. Das verspätete Eintreffen fügt dem Schmerz nur noch mehr Schmerz hinzu. Man steht allein da mit dieser alten Nachricht und alle anderen starren mitleidig auf den Entblößen.
Sie haben alle die Nachricht vor mir besessen und ich, dem sie eigentlich gehört, bekomme sie verwelkt und abgegriffen, beladen mit den Seufzern anderer. Niemand weiß, wie sich ein Mensch nach einer wichtigen Nachricht verhält, wenn er an einem Ort lebt, für den er nicht geschaffen ist. Ist es ein Ort? Du hast nur dich selbst und eine Radioverbindung. Vielleicht auch einen Anker. Dich? Wer kann wirklich wissen, wie stark oder schwach du bist, genau in dem Augenblick? Wer kann wissen, ob diese Nachricht vielleicht den Anker abtrennt? Dinge, die zum Leben auf der Erde gehören, müssen auf der Erde gesagt werden. Oben sind deine Gefühle anders als hier. Bin ich nicht ein Stück Erde hier oben? Nirgendwo berührt der Tod das Leben so stark wie dort, wo du jetzt bist. Ist meiner Familie etwas zugestoßen? Warum fragst du? Ich weiß inzwischen, wie deine Stimme klingt, wenn du etwas verbergen willst. Du kennst mich schon zu gut. Oder bin ich uninteressant geworden? Wenn ich nicht... Wenn du nicht was? Alexander? Alexander, ich höre nichts. Was hast du gesagt? Nichts. Vielleicht... Ja? Andres Traum ist in Erfüllung gegangen. Er ist innerhalb kürzester Zeit ins All geflogen und jetzt ist er bereits beim zweiten Flug. Er hat seine Forschungen erfolgreich abgeschlossen und er hat Antworten auf seine Fragen gefunden. Aber er sieht kein neues Ziel. Und du? Darauf kann ich dir jetzt keine Antwort geben. Du willst fliegen. Weiter und... Und immer wieder auf die Erde zurückkommen. Irina, da ist noch etwas. André sagt, dass er einen Zusammenhang sieht zwischen den Missständen der letzten Wochen und seiner Gegenwart. Verstehe. Mm-mm. Kauert stumm in einer Ecke und rührt sich nicht. Einmal hörte ich ihn weinen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Irina. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Schreibst du noch? Ja, aber nicht viel. Meist abends vor dem Schlafengehen. Schreibst du auch deine Träume auf? Ja. Erzählst du Maria von deinen Träumen? Nein. Warum? Sie hat mich nie danach gefragt. Dich beschäftigen meine Träume, und sei es nur aus wissenschaftlichen Gründen. Hm. Über deine Träume habe ich dich schließlich kennengelernt. Während der Analyse in der Trainingszeit. Und seit Beginn dieses Fluges habe ich 46 Träume notiert. Die Träume, die du mir erzählt hast. Das würdest du gerne wissen, was ich vor dir verberge. Du schwebst im All. An Messgeräten, in einem Netz aus Schläuchen, überwacht von Computern und einer Videokamera. Das Einzige, was du tun kannst, ist schweigen. Das ungesprochene Wort ist deine einzige Zuflucht. Was hast du damals gedacht? Worüber? Über mich und meine Träume. Ja, dass du ein böswilliges, egoistisches Scheusal bist. Und das hast du den anderen verheimlicht? Ich wollte mein eigenes Experiment mit dir machen. Ein Scheusal ins All schicken. Aber hier wächst kein Pfeffer. Nein, es ist die Hölle. Ein höllisches Paradies, in das ich immer wieder zurückkehren würde. Wenn ich sage, dass du es kannst. Ah, mein Leben liegt also in deinen Händen? Und in deinen Träumen. Wenn du Zweifel gehabt hättest... Ich hatte nicht die geringsten. Auch jetzt nicht? Nein. Ich muss also unbedingt deinen Erwartungen entsprechen. Das ist meine Erwartung. Bist du jemals einem Helden begegnet? Ja. Wer war das? Wer ist das? Also. Du. Ich bin kein Held. Tut mir leid, aber das ist nicht allein meine Ansicht. Ich will wie ein ganz normaler Mensch behandelt werden. Tue ich das nicht. Du bist leider die Einzige, die es tut. Weg da, Pavel. Pavel, jetzt ab in die Ecke. Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass du ein Held bist. Wie geht es dir? Themenwechsel. Nur gut?
Ein Gut, wie du es immer sagst, wenn du nicht weißt, ob es gut ist. Es ist immer noch sehr ruhig bei mir. Ich bin allein mit einer Überdosis an Ich. Ich mit einer Überdosis an Du. Meine Spezialität ist die Projektion. Es gibt mir zum Beispiel zu denken, dass du seit langer Zeit mehrere Dinge auf einmal tun musst. Arbeiten, experimentieren, schreiben, dich um André kümmern, berichten. Mit anderen Worten und einer versteckten Frage willst du jetzt wissen, ob ich deprimiert bin. Kannst du es nicht heraushören, ne? Du bist doch eine erfahrene Sprachanalystin. Du warst keine einzige Stunde lang melancholisch? Nein. Wirklich nicht? Irina, kennst du den Wald unweit vom Trainingszentrum, vielleicht 50 Kilometer in nördlicher Richtung? Nein, ich gehe nicht gern alleine Wald spazieren. Dann nehme ich dich einmal mit. Das Geräuscheband, das du zwischen den Medikamenten versteckt hast, eingepackt in Pfefferminzblättern, dass ich an einem Waldrand stehen bleiben kann, um zu überlegen, ob ich durch den duftenden Wald gehe oder doch draußen am Rand bleibe. Dass ich an einem Waldrand stehen bleiben kann? So etwas überlegt man nur, weil es den Wald gibt. Ob ich durch den duftenden Wald gehe? Alexander? Oder doch draußen am Rand, um mich im Sonnenlicht zu wärmen? So etwas überlegt man nur, weil es den Wald gibt? Che è radiotelettica mesha. Temperaturas máximas entre 3 grados. Denkst du manchmal an Maria? Warum fragst du? Du hast schon seit langer Zeit nicht mehr über sie gesprochen. Beim letzten Mal, als ich sie sah, haben sie die Übertragung abgebrochen. Schlechte Verbindung angeblich. Maria sagte etwas, das ich nicht gut verstehen konnte, und in dem Augenblick muss jemand eingegriffen haben. Jemand, der mithörte. Ich habe mit Maria gesprochen. Was hat sie damals gesagt, das so gefährlich war? Nichts. Es geht ihr gut. Sie spricht immer seltener mit mir. Sie hat mir nichts mehr zu sagen. Irina? Ja. Ich würde es verstehen, wenn sie sich von mir trennen würde. Ich denke viel über uns nach. Über uns? Über Maria und mich, über ihre schwindende Zuneigung, über alles, was ich von ihr verlangt habe. Sie wusste ja nicht, was sie erwartet. Und du auch nicht. Aber das Fliegen... Irina? Ich höre dich nicht. Hallo? Hörst du mich? Kontrollzentrum, bitte kommen! Lasst euch verdammt nochmal was einfallen! Hörst du mich, Alexander? Ich höre dich, jetzt ja. Gut. Weißt du, es scheint, dass Maria eine Zeit lang nicht mehr zum Gespräch mit dir kommen wird. Hat sie einen Grund genannt? Sie fährt für längere Zeit weg. Aha, zu ihrer Mutter aufs Land. So heißt das jetzt. Maria trennt sich von mir. Alexander? Ja? Es ist nicht so, wie du denkst. Sie hat lange auf mich gewartet. Ist er nett? Ich kann nichts dazu sagen. Darfst du oder weil du nichts weißt? Weil ich nichts weiß. Ihr wisst doch sonst alles. Lass es nicht an mir aus. Reiß dich zusammen. Alexander. Nach dem ersten Flug mit André, gleich nach haben uns Maria und Jelena eine Überraschung bereitet. Sie hatten es entgegen allen Regeln fertiggebracht, mit der Bergungsmannschaft an den Ort der Landung zu kommen. Sie hatten uns dampfende Ofenkartoffeln, Salz und saure Gurken mitgebracht. Die Kartoffeln waren warm. Wir haben den Dampf beobachtet. Der Dampf stieg, anstatt sich gleichmäßig nach allen Seiten zu bewegen. Es war wie eine neue Welt. Und dabei war es nur die alte, in der wir wieder Wurzeln schlagen mussten. Ich bin ein Vogel mit Wurzeln, ein Flugzeug mit Anker. Irina? Ja? Ich bin auf die Trennung von Maria vorbereitet.
Soll ich das glauben? Es ist schließlich dir zu verdanken. Was ist mir zu verdanken? Dass mich diese Nähe mehr trifft als erwartet. Vielleicht willst du es nicht wahrhaben. Glaubst du, dass auch etwas der Fall sein könnte, was du nicht in Betracht gezogen hast? Eigentlich nicht. Warum? Es gibt da etwas, was du nicht bedacht hast. Ich war immer ehrlich zu dir. Das ist deine Pflicht. Hast du Angst? Ich habe nie gelogen. Ich weiß, aber es geht um etwas anderes. Ja. Es gab immer jemanden, der für mich da war. Tag und Nacht. Und das war nicht Maria. Niemand darf auf diesen Gedanken kommen. Noch bist du oben. Du weißt, was das für Folgen haben könnte. Ich habe mir 100-mal vorgestellt, wie es klingen würde. Maria kommt nicht mehr. Maria ist nicht mehr da. Maria hat... In den letzten 2 Jahren habe ich mit dir viel mehr gesprochen, als mit Maria in den letzten 4 Jahren zusammengenommen. Alexander. Willst du was zum Grübeln? Alexander, bitte. Hör zu. Ja. Ich wollte dir sagen, dass ich ein Bild hier oben habe, das ich mir jedes Mal ansehe, wenn ich abends meine Aufzeichnung mache. Von einer Frau mit langen, schwarzen Haaren und schwarzen Augen. Sie trägt einen weißen Kittel, der mindestens 25 Jahre alt ist. Er ist immer noch weiß, aber das Weiß blendet nicht so, wie ihr Blick mich blendet. Vielleicht kennst du sie? Alexander. Ja? Ich möchte, dass du mir etwas mitbringst. Hier oben gehört mir nichts. Bringe mir einen Tropfen Dunkelheit. Ich habe geträumt, dass ich das dunkle All unter das Mikroskop legen kann. Einen sehr, sehr kleinen Tropfen All. Ein alter Traum. Glaubst du, dass ich alle Träume, die ich dir erzählt habe, auch geträumt habe? Gibt es einen Unterschied zwischen einem Wunsch? Kaum sichtbar, kaum hörbar. Kaum zu wissen. Ein Wunsch? Ein kleiner. Das macht keinen Unterschied. Alexander, wir haben keine Zeit mehr. Ich muss dir was sagen. Es ist also etwas, das ich nicht hören will. Du musst... Ich möchte, dass du Zeit zum Nachdenken hast, bevor du mit Oskar sprichst. Man wird euch erst in einigen Monaten anstatt wie geplant in einigen Tagen. Verstehe. Das heißt, einige Monate? Zwei, fünf, sieben. Mit welcher Begründung? Das werden dir die Ingenieure erklären. Aha. Und Oskar vielleicht. Es werden 3 Monate sein. Ah, dann werden es also 18 Monate im Ganzen. Der absolute Rekord. Vielleicht ist das auch das Ziel? Sag so etwas nicht. Bevor André krank wurde, hätte er gesagt. Jetzt weiß ich, durchzustehen ist? Was dich betrifft, habe ich keine Zweifel, dass du das durchstehen kannst. Du hast doch keine Wahl. Du hast eine Wahl. Ah, ja, ja, ja. Es ist bereits die 3. Verlängerung. Du bist nicht gefangen. Du kannst die Mission abbrechen und zurückkehren. Ja, im Notfall. Wenn es dort nicht mehr zu ertragen ist, haben wir einen Notfall. Ab wann kann man etwas nicht mehr ertragen? Du allein entscheidest darüber, wo die Grenze liegt. Oben hast du die Macht. Ich bin ein Nichts für die da unten. Du bist der Kommandant dort oben. Ich kann mich noch nicht für oder gegen eine Rückkehr entscheiden. Nicht bevor wir alles versucht haben, sonst werden sie uns beiden Vorwürfe machen, dass wir nicht durchgehalten haben. Sie werden uns als Helden vorstellen, aber wie Versager behandeln. Dieses Leben, das wollen wir nicht. André steht unter großem Druck. Ich habe ihn als Ersten gefragt, ob wir abbrechen sollten, vor einigen Tagen, als es anfing, ihm schlechter zu gehen. Er will bleiben und versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Er braucht vielleicht nur ein wenig Ruhe nach den ganzen Problemen, die wir auf der Raumstation hatten. Es gibt viele, die dich und André in Schutz nehmen. Menschen wissen, wie sich die Dinge hier oben abspielen. Vieles wird nicht gesagt. Ab und zu erscheint ein Buch, ein Film mit lächelnden Helden oder sogar eine Reportage über den Grabenkrieg zwischen den Raumfahrtbehörden. Wer interessiert sich denn für sowas? Noch weniger Menschen wissen, so wie du, was wirklich in uns vorgeht. Die meisten von uns finden keine Worte, um das zu beschreiben. Sie werden erst recht stumm, wenn sie auf die Erde zurückkehren. Das Geheimnis des Lebens, das wir hier im All erfahren, ist immer noch ein militärisches Geheimnis. Die explodierende Liebe zum Leben, die Leidenschaft für alles, was auf der Erde wächst, in den Ozeanen schwimmt, durch die Wolken flattert, die Sehnsucht nach dem Prasseln des Sonnens,
Wind, der Geruch abgebrannter Felder im Herbst, all das ist ein militärisches Geheimnis. Auch ich selbst bin es. Der Schritt ins All war zu groß. Es war ein Sprung. Über alle spürbaren und nicht spürbaren Grenzen hinaus. Einen Sprung kann man nicht zerteilen. Ich weiß. Nein, du weißt es nicht. Aber du versuchst vielleicht, es zu verstehen. Du allein kannst die Entscheidung treffen. Ich habe mich in einem Metallbecher versiegeln lassen und meine Seele der kosmischen Strahlung ausgesetzt. Aber du hältst durch. Jedes Mal, wenn ich hier etwas berühren will, schwebt es von mir weg. Berührung schafft Entfernung. Das Gegenteil, was ich erreichen will. Weil nichts an sich selbst festhalten kann. Weil nichts ein Gewicht hat. Sag mir... Eine Entscheidung ist hier nicht zu treffen. Sobald ich sie getroffen habe, entgleitet sie dem Fassbaren und wird wieder nur eine Vorstellung von dem, was sie sein sollte. Alexander, sag mir, was du wirklich willst. Ich will wissen, was du über André denkst. Wenn sich Andrés Zustand noch mehr verschlechtert... Müsst ihr zurückkommen. Vielleicht können wir noch etwas tun. 1900 wurde das erste Mal eine Rundung wegen eines kranken Kosmonauten abgebrochen. Ja, bis jetzt auch das einzige Mal. Und derjenige, der krank geworden ist, durfte später nicht mehr fliegen, obwohl er wieder gesund war. Aber die anderen zwei, die bei ihm waren, die durften fliegen. Alexander, niemand kann jetzt beurteilen, ob Andrés Zustand vorübergehend ist oder nicht. Es ist viel auf dem Spiel, aber ihr seid das Wichtigste. Du wirst ihm zuerst die Medikamente geben. Vielleicht erholt er sich nach einigen Tagen. Und wenn er sich weigert? Beginne mit einer kleinen Dosis. Es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Versuche es. Denk an mich. Bleib noch. Ich bin hier. Nicht hier. Freitag, der 23. Februar. Freitag, der 23. Februar. Ich kann nicht mehr schreiben, nur noch sprechen. Irina, bald wird mir der Kopf platzen und dann wird ein Baum herauswachsen. Aber es ist so heiß hier. So heiß, dass er gleich Feuer fangen könnte. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich kleine leuchtende Punkte. Rote, blaue, grüne. Die an- und ausgehen. Es sind keine Sterne. Das ist das Kontrollpult. Bevor ich einschlafe, dieser Augenblick, der davor liegt, der noch überwunden werden muss. Letzte Hürde. Letzte Versuchung, umzukehren ins Wissen, ins Wachsein. Und dann ein Blitz. Der Gedanke, dass ich vielleicht eine Alarmlampe übersehen habe. Oder schon so tief schlafe, dass ich nichts mehr höre. Im Notfall keinen Hilferuf von André. Ich zittere am ganzen Leib. Und ich spüre das nur, weil ich gegen die Wand stoße. Irina. Im letzten Traum. Die Tür, die sich langsam öffnet. Ich ahnte den Frühling. Tür der Linden. Doch eine Hand schließt sie gleich wieder. Hier riecht es nach abgestandener Luft. Und es gibt auch keine Türen, die man öffnen könnte. Der Tod würde hereinkommen, stumm und starr. Wenn du wüsstest, wie viele Bilder zwischen mir und André und den Geräten schweben. Gesichter, Hände. Ein sich drehender Körper. Die schwebenden Bilder bewegen sich auf mich zu. Marias Schultern und ganz oft deine Augen. Was ich jetzt sage, Irina. Ein Gedanke, der Lichtspuren in die Dunkelheit zeichnet. Jetzt sehe ich dein Bild. Beim Abschied. Dein Gesicht. Das zuversichtliche Lächeln. Was hast du gedacht?
Wusstest du es schon damals? Ich halte die Zitrone in der Hand, die du mir geschickt hast. Ich kratze an der Schale. Jeden Tag. Nur ein bisschen. Ein wenig, damit sie nicht so schnell austrocknet. Und dort, sieh, eine kleine Insel, mitten im Pazifik. Eines Tages, als ich zum Fenster auf die Erde hinaus, sitzte den Kopf um und sah sie im letzten Augenblick. Als ob sie ihren Kleidzipfel noch schnell aus der Sicht gezogen hätte. Monatelang bemerkte ich sie nicht, doch jetzt, als sie am Horizont verschwand, da hörte ich sie mit dem Kleid rascheln. Dein Gesicht schwebt an mir vorbei. Ich will schreien. Ich kann nicht. Ich will in den Schmerz eintauchen, dort, wo er am lautesten ist. Ich kann nicht. Ich bin schwerelos. Es gibt kein Tief und Tiefer. Kontrollzentrum. Irina! Bitte komm! Was ist, Alexander? Andrei atmet nicht mehr. Er reagiert nicht. Hast du etwas an seinem Gesicht bemerkt? Nein. Es sieht aus, als ob er schlafen würde. Puls? Nicht spürbar. Fehlt etwas aus dem Medikamentenfach? Ja, die Herzmittel sind weg. Dann spritzt du ihm das Gegenmittel. Es liegt unten im Fach, in der roten Schachtel. Ja. Wir sprechen uns in 2 Stunden. Verstanden. Ende. Andruscha. Wach auf. Komm schon. Du hast genug geschlafen. Komm. Komm, dreh dich zu mir. Ich weiß, du magst keine Spritzen. Das wirkt sofort, André. Irina hat genau gesagt, ganz genau, was wir tun müssen. Komm schon. André. Sag was. Sag etwas. Lass mich jetzt nicht allein, Andruscha. André. Komm schon, komm! Lass mich dein Herz hören. Komm. Andruscha, komm schon. Alexander, bitte kommen. Ich höre. Berichte mir, André ist tot. Seit wann? Seit einigen Stunden. Hast du ihm das Gegenmittel gegeben? Ja. Hast du ihn künstlich beatmet? Ich habe alles getan. Alles, was Irina gesagt hat und auch das, was im Notfallprotokoll steht. Ich habe alles 3-mal wiederholt. Ich will Irina sprechen. Sie ist nicht hier. Was heißt das? Beruhige dich, Alexander. Ich will mit meiner Ärztin sprechen. Du beginnst sofort mit den Vorbereitungen für die Rückkehr. Ich habe das Recht, mit meiner Ärztin zu sprechen. Was hast du mit ihr gemacht? Oskar! Du hast sie gefeuert. Dr. Meyer steht dir ab jetzt zur Verfügung, wenn noch etwas sein sollte. Es war nicht ihre Schuld. Das weißt du. Du beginnst sofort mit den Vorbereitungen. Wenn du die Anweisungen missachtest, wird das Konsequenzen für dich haben. Wir werden auch prüfen, in welchem Maß du für dieses Unglück verantwortlich bist. Alexander, das alles hat dich sehr mitgenommen. Wenn du zurückkehrst, werden wir alles tun, damit du dich erholst. Mach dir darüber keine Sorgen. Alexander? Alexander? Hey, Andruscha. Nur noch ein paar Minuten. Wir warten auf die Fallschirme. Bald sind wir zu Hause. Andruscha?
Einmal hast du erzählt, dass du in der Schule in einer Theatergruppe warst. Du wirst mir beibringen müssen, wie man das macht. Überall immer lächeln. Danken für das, was man für uns getan hat. Verbeuge dich, Alexander, sonst bekommst du deine Belohnung nicht. Wo sollen wir hin mit all den Bildern? Sie werden sagen, unsere neuronale Masse hätte sich biochemisch verändert. Eine Folge des Aufenthalts im All. Aber das geht vorbei, es ist nichts Besonderes. Der offiziellen Statistik nach gibt es keine anhaltenden Veränderungen. Aber wir tragen sie in uns. Sie sind unumkehrbar. Wir waren dort. Man kann nichts tun. Man darf nichts sagen. Ein hoher Preis fürs Fliegen, Andruscha. Oder ist er zu hoch? Nur wird das am Anfang niemandem gesagt. Und auch wenn. Wer fliegen will, wird es überhören. Andruscha, ich habe jetzt einen Grund, mich zu freuen. Ich freue mich auf jemanden. Je mehr die Zeit vergeht, umso mehr freue ich mich. Jemand liebt mich, André. Ich weiß es. Ich habe es gehört. Immer wenn sie sagte, hörst du mich, Alexander? Sie liebt mich. Irina. Irina. Weißt du noch, Andruscha? Unsere letzte Landung? Als wir uns der Erde näherten und der Augenblick längst verstrichen war, an dem die neuen Fallschirme aufgehen sollten? Sie gingen auf, aber erst 3 Minuten später. Und wir landeten sanft wie auf einem Federbett. Leider hatte man uns eine falsche Beschreibung der Fallschirme gegeben. 3 Minuten bis zur Unkenntlichkeit zerteilt. Noch nie hat jemand gesehen, wie sich jetzt in wahr verwandelt. Und wie wird ins Jetzt fällt. Und der Tod war nicht zu finden. Kreative come musiche. Saranno circa 100.000 i lavori. Nachrichten mit Johann Ziesler. Die Meldungen. Kasachstan. Vor wenigen Stunden wurde die bisher längste Weltraummission aus noch unbekannten Gründen überraschend abgebrochen. Dabei endete die Landung des zurückkehrenden Raumschiffes mit einer Katastrophe. Astronauten traten den gewohnten Anflug auf die Erde an, ohne dass Zwischenfälle gemeldet wurden. Mittlerweile wurde jedoch bekannt, dass beim Eintritt in die Erdatmosphäre ein der Fallschirmdefekt aufgetreten war. Das Raumschiff prallte in der kasachischen Steppe ungebremst auf. Die Rettungsmannschaften stellten den Tod der beiden Raumfahrer fest. Während ihrer letzten Mission erfüllten sie nicht nur Aufgaben im Bereich der Nuklearphysik und Biogenetik, sondern trugen in großem Maß dazu bei, neue Erkenntnisse auf dem Gebiet